Ein Dorf in Angst und Schrecken. Kapitel 1 Gegessen wurde in der Küche. Das war schon immer so und da würde sich jetzt im späten Alter auch nichts mehr ändern. Da konnte im Fernsehen laufen, was wollte. Es blieb dabei, gegessen wurde in der Küche. Nur wenn Besuch da war, die Kinder mit Familie oder die Enkel, die alle schon groß waren, dann wurde eine Ausnahme gemacht, weil in der Wohnstube der große runde Tisch stand, den man sogar ausziehen konnte. Aber ansonsten blieb es dabei. In der Küche wurde gegessen. Früh, Mittag und Abend. Außerdem war es in der Küche sehr gemütlich. Da gab es eine bequeme Eckbank und hier konnte Helmut Kowalski stundenlang sitzen, Radio hören, und Zeitung lesen. Auch seine Frau Martha fühlte sich in der Küche behaglich. Das hieß jetzt aber nicht, die Wohnstube wäre ungemütlich. Nein, dort saßen sie auch gern, abends, wenn es schon etwas dunkler war, wenn etwas Gescheites im Fernseher lief. Tagsüber war es in der Küche anheimelnder. Da wurde gekocht, das Radio lief den ganzen Tag. Martha war anwesend und in der Küche spürte man das Leben. Das war der Unterschied zwischen den beiden Räumen. Und in der warmen Jahreszeit saßen sie oft vor dem Haus, auf der Bank, vor dem Küchenfenster. Ein aus Holz gefertigter Tisch war dort vorhanden, den hatte Helmut vor vielen Jahren selbst gebaut. Vor drei Jahren hatten sie auch einen Hund, einen braunen Labrador, aber leider war er wenige Wochen nach seinem elften Geburtstag verstorben. Jetzt hatten sie nur noch den schwarzen Kater bei sich. Einen neuen Hund wollten sie sich nicht mehr anschaffen. In dem Alter nicht mehr, meinte Helmut. Niemand wusste, wie lange sie noch leben würden. Ein neuer Hund könnte sie überleben, und das mochten sie beide nicht. Auch die Kinder dachten so. Es war die richtige Entscheidung gewesen. Ihr Haus stand etwas entfernt vom Dorf. Früher hatte Helmut hier ein Sägewerk betrieben. Aber vor 30 Jahren war damit Schluss. Es lohnte sich nicht mehr. Heute war er 75 Jahre alt, Martha 73. Als das Sägewerk nicht mehr lief, musste sich Helmut Arbeit in der Stadt suchen. Martha fand im Dorf eine Stellung als Küchenhilfe im Gasthaus zur Tanne. Der Ort lag im Waldgebiet und schlängelte sich ca. drei Kilometer durch ein Tal. Das Dorf selbst war nicht groß, knapp 500 Einwohner. Die Tanne vermietete vier Doppelzimmer, einige Einwohner boten Privatzimmer und Ferienwohnungen an. Das Haus der Kowalskis lag vom Dorfrand noch mal einen Kilometer entfernt. Sie liebten diese Einsamkeit, diese Ruhe. Manchmal allerdings kamen Kunden zu Helmut, wollten Feuerholz für den Winter sägen lassen, wenn auch sein Sägewerk geschlossen war. Die Technik steht noch da. Verkaufen wollte er nicht, denn das Werk war ein Andenken, eine Art Werterhaltung für die Nachwelt. Eine Art Museumssägewerk. Solange er lebte, würde nichts verkauft werden. Nach seinem Tode konnten die Kinder damit machen, was sie wollten. Aber erst dann eines Freitagsabends, es war ein kalter Novembertag, saßen sie in der Küche und aßen zu Abend. Der Kater hockte neben Helmut auf der Eckbank. Plötzlich, als ob das Tier etwas gestochen hätte, sprang er von der Bank und verschwand unter ihr. Das hatte er noch nie gemacht und so plötzlich. So als hätte er vor irgendetwas Angst bekommen. Aber vor was sollte der Kater denn Angst haben? Und dann hörte das Ehepaar draußen an der Hauswand etwas vorbeirauschen. Es war wie ein Zischen. Zwei oder drei Sekunden lang, dann war wieder alles ruhig. Außer dem Radio. Da spielte Musik. Wegen des Katers und dieses Zischens machten sich die Kowalskis zunächst keine Sorgen. Wer wusste schon, was das war. Aber plötzlich verstummte die Musik. Der ganze Sender war weg. Ein Rauschen, dann eine weibliche Stimme. Achtung, Achtung, ich spreche zu Helmut Kowalski. Bitte verlassen Sie heute nicht mehr Ihre Wohnung. Ich wiederhole, egal was passiert, verlassen Sie nicht Ihre Wohnung. Das verschlug den beiden für einen Moment die Sprache. Sie sahen sich an sprachlos, mit verwunderten Blicken. Was war das denn? Und dann folgte sofort die nächste Überraschung drüben im Sägewerk, da hatte jemand die Sägemaschine angestellt. Das darf doch nicht wahr sein. Helmut haute mit der Faust auf den Tisch und erhob sich von seinem Platz. Du willst doch nicht rübergehen, oder? Denk an die Warnung aus dem Radio. Aber Helmut ließ sich nicht zurückhalten. Paperlapp, da will mir einer einen Streich spielen. Martha war das nicht recht. Sie hatte Angst um ihren Helmut. Denk an die Warnung. Helmut nahm das nicht ernst. Die mit ihrer verdammten Technik heutzutage können so vieles. Vielleicht können die sogar den Sender totlegen und sich in die Radiofrequenz einschalten. Ach, was weiß ich. Da macht sich jemand einen Jux mit mir. Wenn ich die verdammte Säge nicht ausschalte, Martha, dann finden wir in der Nacht keine Ruhe. Ich muss rüber ins Werk. Sprach es und verließ das Haus. Martha blieb am Tisch sitzen, voller Zweifel und Bedenken. Die Angst saß ihr im Nacken. Mit dem Radio, dies ging nicht mit rechten Dingen zu, überhaupt nicht. Und Helmut wurde direkt angesprochen, sie wusste nicht, was sie von all dem halten sollte. Dinge gab es, die gab es eigentlich nicht. Vielleicht hätte sie Helmut begleiten sollen, aber nun war es eh zu spät. Bis rüber zur Säge, zwei Minuten länger nicht, dachte sie. Und plötzlich klang die Säge anders. Es wurde gesägt. Irgendetwas. Das dauerte ganz kurz, vielleicht dreißig Sekunden, und dann war Stille. Also müsste Helmut gleich wieder bei ihr sein, dann hätte der ganze Spuk ein Ende. Aber nach fünf Minuten war Helmut immer noch nicht zurück. Wer wusste, was da draußen los war? Vielleicht unterhielt sich Helmut mit dem Eindringling, vielleicht war es einer aus dem Dorf gewesen. Nach fünfzehn Minuten war Helmut immer noch nicht zurück. Der müsste sich doch denken, dass sie sich Sorgen machte. Martha fasste den Entschluss, selbst nachzusehen. Sie machte sich auf den Weg. Sie sah das offene Sägewerktor. Licht brannte. Zwei Minuten Weg, dann sah sie Helmut. Aber er war nicht wiederzuerkennen.